Ja, schönen guten Tag aus der Hölle bei Terminator Resistance. Dritter Stream. Bei guten, angenehmen 36 Grad Außentemperatur, da lassen wir uns auch vom Terminator töten. Wenn wir Pech haben. Oder Glück. Dann ist es wenigstens vorbei. Sure, let's trust someone who gets called Dr. Death. That won't bite us in the ass. In the meantime, I'll see what I can learn from the new CPU we acquired from that infiltrator. This could be the breakthrough that we've all been waiting for. I need to concentrate, so please don't disturb me. Ach, Alvin. Nach gründlicher Analyse bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sich Infiltratorhaut unter dem Mikroskop nicht menschlicher Epidermis unterscheiden lässt. Sie haben ungefähr die gleiche Anzahl an Nervenenden wie Menschen. Die Haut ist mit Haarfollikeln bedeckt und die Schweißdrüsen funktionieren. Die Terminatorhaut könnte in jeder Hinsicht als lebendes Gewebe kategorisiert werden. Es wird empfohlen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen, wie die Haut auf verschiedene Arten der Stimulation reagiert. Vielleicht können wir dank dieser Ergebnisse irgendwann zwischen Terminatoren und Menschen unterscheiden. Was noch beeindruckender ist, ist das Herz-Kreislauf-System der Haut. Oder soll ich sagen, das Kreislauf-System? Wenn man bedenkt, dass die Infiltratoren ja kein organisches Herz besitzen. Die Blutversorgung übernimmt ein mechanisches Kreislaufsystem. Das Blut ist ein Biofluid und sollte mit Vorsicht gehandhabt werden. Es ist besonders wichtig, dass wir die Probe nicht kontaminieren. What do you need? Anything I should know about Dr. Mac before I leave? Only that he can't be trusted and he's highly manipulative. So you need to stay cautious. Was Mac the one whose drone you smashed? Yes. Yes, it was. I've never told this to anyone, but before I met Mac and Perry, I was wandering alone. Didn't have a map, so I drew one myself. The first people I came across were two guys, old enough to remember Judgment Day. We camped out together. They gave me advice, we shared some stories. Sounds nice, right? Schönen guten Tag, Liebe im Chat. See, there are still good people out there. They weren't good. Although, not cutting my throat in my sleep makes them more or less gentlemen. When I woke up, all my things were gone, including my map. There I was, lost in the desert. Thirst and hunger. I knew I was gonna die. I passed out with my face in the sand. But next thing, I was lying in a bed, bathed and wearing clean clothes. You're lucky someone found you. Someone did find me. Too bad it was Skynet. Through the window, I saw thousands of Terminators. First, I thought it was a work camp. But it was something else. A Skynet research facility. They kept me alive, but I didn't know why. I thought I was the only human there. But after a while, someone came into my cell. A man. Well-dressed, clean-shaven. You want to take a guess who that was? An infiltrator. In a way. He was a traitor to his race. Bastard was selling every piece of knowledge the machines didn't have. In return, they gave him everything he wanted. When he was done stuffing his face with food, he had another request. He wanted a whore. It lasted months until I got to wrap a towel around his neck and make his eyes pop. You don't want to see people for what they really are. I've seen their true face. That traitor, those two guys in the desert, Mac. They all showed it to me. It's not pretty. The truth is, the only reason I fight for the Resistance is because I despise people just a little less than the machines. Oh, die hat einen harten Weg, ey. So, die violette Plasma-Infiltrator-Waffe, die nicht im Inventar auftaucht, weil die erst in der Mission wahrscheinlich verfügbar ist.
Oder ich muss die erst Mac zeigen. Und hallo Robbel und Big Cool im Chat. Jacob, do you have a minute? Of course. I've heard that you're going to Hollywood Hills. Well, with Baron yelling like that, the whole shelter heard. He wanted me to tell you if I needed anything, so here it is. When you get to Hollywood Hills, could you stop by my old house? It's near the Griffith Park tennis courts. I wonder if Peter went there and left something for me. I know he'd be stupid to go there since now it's behind the Annihilation line, but then again, he was always full of stupid ideas. I'll see what I can do. Thank you. Oh Gott sei Dank, nicht so viel Gerede. Look at him. He never talks to anyone. He just sits there. I bet he's one of those machines. Don't be shy, Rivers. See? I knew you'd like it. God damn it! I thought I told you. I can't work with so much noise. I need absolute silence, so please stop that. I swear I should just join Skynet! Oops. Jacob. Bei zwei laufenden Rechnern und Monitoren muss es doch mega heiß sein bei dir. Wie hältst du das Wetter aus? Fußwanne. Vielleicht nicht so gut bei Elektrik auf dem Boden. What's the situation like in the shelter? Not that great. People are getting nervous. A lot have already left and even more plan to leave. Even Mark and Laura saw him packing earlier. And what about you? Just the thought of running again is making me sick. Must be getting old. Plus, we got everything we could need right here. Where else would I go? Besides, I have faith that Baron would never let anything happen to this place. She's way too uptight about security. Earlier, you said that a new era started. What changed? Well, for one thing, with Tucker dead, I became the new leader of the group. Something I never expected or wanted, for that matter. Did everyone agree that you should be the new leader? Not everyone. We had a huge fight about food, or where we should go next, and so on. Our group divided without Tucker to keep it together. I was terrified. I started to walk away like I was on autopilot. I don't know if I wanted to run away or to kill myself, but then something surreal happened. Mir fällt gerade ein, dass wir ein bisschen gerade nochmal nachspielen, was eigentlich in der letzten Folge drin war. But what I did find was the aftermath of a massacre. Weil das Safe-Game, du kannst ja nicht manuell speichern. Macht das ja automatisch. Und um eine kurze Hitzegeschichte zu sagen, ich war die Tage ja schon die ganze Zeit so am Überlegen, okay, ne, Klimaanlage, ja, nein. Bei Alternate, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, ist es zurzeit so, dass die so ein Sale machen mit 20%. Dadurch werden die Klimaanlagen, die anbieten, auch günstiger als bei Amazon oder so. Und jetzt habe ich heute doch mal eine bestellt, weil ich habe zuerst überlegt, meine Fenster mit UV-Strahlen abweisender Folie zu bekleben, hier auf Seite des Wohnzimmers. Das würde schon ein bisschen was helfen, denke ich. Aber wenn ich habe 5 Fenster im Wohnzimmer plus die Balkontür und dann bist du auch einfach bei 100 Euro nur für Folie, die du selbst noch anbringen musst, was wahrscheinlich auch noch ewig dauert und ich mich danach hassen werde. Also jetzt eine mobile Klimaanlage, die hoffentlich stark genug ist, das Wohnzimmer wenigstens ein paar Grad runter zu temperatieren, obwohl es ein totaler Unsinn ist, ey. Die muss gegen die Hitze der Rechner ankommen. Aber ein paar Grad wären schon ganz gut. Ja. Und danach kam eine doofe Nachricht von einem meiner, Sagen wir mal, ich muss eine Zahlungsaufforderung nachkommen. Die warme Luft der Klimaanlage, das machst du so, dass das Abflussrohr an ein Fenster angeschlossen wird. Und du machst dann sowas wie eine Abdichtung daran.
Die bringt es an das Fenster an, damit halt dadurch, dass das Fenster geöffnet ist, die warme Luft nicht in die Wohnung zurückkommt. So macht man es bei den Mobilen. Und der Gag ist, dass die Klimaanlage morgen kommt, schon, per Express. Ich zahle übrigens auf Rate, weil PayPal diese wundervolle Ratenzahlung hat. Und ich kann auch sagen, ich glaube, ich habe jetzt 274 plus Versand 318 Euro bezahlt für eine, die theoretisch 35 Quadratmeter schaffen sollte. Das ist jetzt eigentlich die Wohnzimmergröße. Das HSE-Gerät, das Problem ist einfach, dann muss es halt das Wohnzimmer schon wirklich kühlen. Aber 100 Tacken schaffst du noch nicht eine Klimaanlage. Sagen wir, das kleinste Modell bist du bei 220 Euro, dann hast du 20 Quadratmeter Kühlleistung. Also für 20 Quadratmeter würde es in etwa reichen. Ich muss ein bisschen größer gehen, weil die Küche ja mit meinem Wohnzimmer verbunden ist. So, was wollte ich sagen? Ja, 318 Euro mit den Versandkosten. Und das kommt lustigerweise morgen an per Express. Und dieser dämliche, das dämliche Ding, um das an das Fenster anzubringen, diesen Ablaufschlauch, das kommt Freitag an, weil das im Express 2 Tage braucht. Das ist dann so ein kleines Paket und die Palettenlieferung brauchen die bis morgen. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen off-topic. Auf YouTube sind die Leute jetzt verwirrt. Weren't you scared to go inside? I was terrified. Believe you me. But then again, a lot of things didn't make sense to me at that moment. It looked like they decided to commit suicide. I couldn't understand it. To me, they had everything. Food, water. They even had a case of beer. So, I got shit-faced and started crying over my brother's death. But I realized something. I realized that I could maybe survive there. Did you stay there by yourself? No. I told everybody about the place. I felt I owed them. And after that, we were all right. That night, I learned 2 things. Firstly, that it's okay to be scared. Secondly, that there are 2 sides to everybody. Ironically, me being a scaredy cat turned me into a good leader. And that's how I found that place, and that's what motivated me to help others. But Tucker, well, he was a leader from the start. But he had an ugly side, too. He killed those who opposed him. He was a real scumbag, but he was my brother. He made me want to be a good person for the both of us. A hangover wasn't a high price to pay for that lesson. Nochmal zu dem Off-Topic-Thema. Ich habe ja relativ günstig geschossen mit 313 Euro für 35 Quadratmeter, weil es ist halt normalerweise, je nachdem wie energiesparend die ist und wie viel Quadratmeter die abdeckt, wird die immer teurer. Ich glaube, bei 60 Quadratmeter bist du schon bei 600 Euro. Wenn du noch ein bisschen mehr gehst, 80 Quadratmeter, kommst du auch schon knapp an die 1000 und über 1000 kannst du dir eigentlich schon eine holen, wo du draußen den Radiator anbringst und drinnen ist nur noch, ja, das Kühlgerät. Und sag ich mal, die ganze Abwärme geht direkt raus. Aber das muss dann halt auch installieren lassen. Mit dem Installateur muss ich mit dem Vermieter reden und so weiter und so fort. Das ist also die kurze kleine Notlösung, die hoffentlich jahrelang mir ein bisschen hilft. Und das andere ist, zum einen ist es keine Investition gegen den Klimawandel, weil an sich Klimaanlagen schlecht sind für den Klimawandel. Und das andere ist, eigentlich habe ich die geholt, weil der Hund hier den ganzen Tag nur noch auf der Fliese liegt. Der ist total im Eimer. Wenn wir von draußen reinkommen, ist der einfach total fix und alle, weil in der Bude ist es kein Grad kühler im Moment. Und das hat mich eigentlich letztendlich dazu veranlasst, das zu machen. Weil er sich diesmal echt schwer tut, dieses Jahr. Jacob, I didn't see you there. Where are you going? I'm going out scavenging. Don't worry. I'm past thinking about running away. Knowing how much you'd miss me made me not want to leave. Where's Patrick? He's getting ready. I'm taking him with me. I figure it's time for him to see what's out there.
Is everything okay? You seem far away. Nothing can get past you, can it? I have been thinking about the day we met. I never told you how we really ended up there. You can tell me anything. I know I can. That's why you're the first person I'm telling this to. That day, loud hammering woke me up. When I came downstairs, I saw my father nailing the window shut. Through the crack, I saw them coming. Hundreds of metal heads and their red eyes. Even though they're just empty shells, I could feel the hate radiating from them. What did your father do? He said that the machines wouldn't take him alive, and they kept hammering away. We argued for a minute or two, and I tried to pull him away from the window. He pushed me away. I tried it again, but he shoved me. This time I fell. I didn't recognize him as he was reaching for his shotgun. He said, I shouldn't worry about the machines. They wouldn't hurt us. I don't even remember how. But the gun was already in my hands. I closed my eyes and went someplace else. Didn't even hear the shot. I didn't hear Patrick's steps either. He saw you? He did. He was staring at me like I was a stranger. He didn't scream or cry, he just stared. I threw the gun away, grabbed Patrick, and tried not to notice the hole in my father's unmoving chest. As we ran, I could hear them coming, so we found somewhere to hide. Then you came. I wanted to tell someone about all this, but I was afraid to. You don't have to be afraid. I'm not. Not anymore. We talk a lot about how heartless the machines are. And I started to think that maybe I was too. I probably would have convinced myself of that if it wasn't for you keeping me sane. Thank you for everything. I never thought I would find a friend in times like these. Jennifer gefiel dies. Jetzt kam die Frage kurz auf. Lohnt sich das überhaupt für die paar warmen Tage in Deutschland? Dazu muss ich sagen, ich habe mal in Deutschlandfunk über eine Studie gehört. Ich habe es dann nicht nachgeprüft oder online nachgelesen. Lustigerweise bin ich wirklich ein Mensch, der online dann diese Studie raussucht und sich das mal anguckt. Aber in Deutschlandfunk traue ich eigentlich ganz gerne mal. Wo es darum ging, dass spanische Wissenschaftler festgestellt haben, dass der Klimawandel nicht nur die Problematik ist, dass tagsüber immer mehr, dass es immer wärmer wird. Ich habe das schon mal erzählt. Durch den Klimawandel, also wir diese 2-3 Grad mehr bekommen in der Durchschnittstemperatur. Es geht auch viel darum, dass es so sein wird, dass aufgrund der Änderung des Klimas immer mehr schwüle Nächte kommen werden. Und das ist jetzt schon verzeichnet. Also die haben die Nächte und die Temperaturentwicklung der letzten 10 Jahre angeguckt, wo das schon sich verdoppelt hat. Also früher hatte man im Monat circa 3 schwüle Nächte, wo sich halt die Luft nicht so weit abgekühlt hat, dass man sich richtig erholen konnte. Inzwischen sind es wohl irgendwie dann halt 6. Also die Zahlen jetzt ohne Gewähr, ne? Und man geht davon aus, dass bis 2020, nicht 2020, sondern 2050, bis zu dieser Grenze, wo gesagt wird, ja, bis dahin wollen wir den Klimawandel nur so und so erhöhen, dass einfach sich auf 20 Nächte in der Sommerzeit im Monat in Spanien verändert. Also du hast 20 schwüle Nächte, wo die Temperatur sich nicht absenkt, wo du sagst, okay, abends die Fenster mal aufmachen, das hat sich jetzt ein bisschen abgekühlt. Und das ist halt das Heftige, ne? Und Deutschland wird wahrscheinlich nicht so hart getroffen werden wie Spanien, aber wir sind halt auch, ne? Wenn das hier dann, sag ich mal, 2 sind, jetzt 4 im Monat und dann hast du in Zukunft anstatt die 4, 12 oder 15 im Monat in der Sommerzeit. Die Klimaanlage wird sich schon bezahlt machen. Weil das sind natürlich die Nächte, wo du einfach im Bett liegst, nicht pennen kannst, weil du in deinem eigenen Saft liegst. Und ich denke mal, in Klimaanlagen oder in Klimatechnik kann man zurzeit gut investieren. Ist übrigens auch ein sehr aufsteigender Beruf.
Klimaanlagentechniker. Wird sehr viel ausgebildet und wird auch sehr viel gesucht. Machst du ein Video über das Ding? Ja, wenn ich mal so ein bisschen hier ablaufen lassen, kann ich gerne mal ein bisschen mein Feedback dazu geben. Wenn du magst, Taki. Aber erstmal muss das kommen, ich muss das irgendwie installieren, da muss ich mal schauen, was es denn letztendlich bringt. Und wenn es hier zu wenig bringt im Wohnzimmer, dann muss ich halt mein Arbeitsgerät und alles wieder ins Arbeitszimmer stellen, weil das Arbeitszimmer halt nur 4x5 Meter sind oder 5x6 Meter irgendwie. Und das passt dann. Helle Häuser mit hellen Dächern sollen auch helfen. Wir bauen ja alles noch recht düster, ist auch richtig. Das ist ja auch die Sache, wo nach Ewigkeiten, boah, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Es ging um irgendeine, irgendwo, wo sie angefangen haben, alles dann einfach weiß zu überstreichen, um mehr Licht zu reflektieren, damit sich Sachen nicht so aufheizen. Da ist irgendeiner Stadt aufgefallen nach Ewigkeiten und dann haben die das einfach mal umgesetzt. Ich weiß es nicht mehr, worum es genau ging. Oh, what's with the dogs? They've been like that ever since. Hollywood Hills. Dr. Mack ist der Einzige, der die Verschlüsselung von Skynet knacken kann, damit wir die neuesten Skynet-Waffen nutzen können. Ich muss nach Hollywood Hills und ihm das Plasmagewehr der zweiten Generation bringen. Ach, deshalb kann ich das nicht ausrüsten. Weil der das erst knacken soll. You're alive! No time for that. Do whatever it takes to get everyone out of that shelter. Do you understand? They're not safe there. What? Why? God damn it! But what does he mean? Get everyone out of the shelter? Wie ich gesagt habe, wir müssen die Leute später aus dem Gebiest rausretten. Du hast in den Innenstädten eher das Problem, dass in den ganzen Häuserschluchten und so weiter die Hitze sich staut. Der Wind wird ja geblockt. An sich ist die urbane Bauweise nicht gut. Das ist nicht zukunftsorientiert. Ach, es gibt genug Probleme auf der Erde. Keine Ahnung, ob wir das überhaupt noch hinkriegen in unserer Lebzeit. Deshalb lass uns das Beste draus machen. Aber ich habe in letzter Zeit auch viel im Bett gelegen und habe gedacht, eigentlich. Das Problem ist, glaube ich, heute die Regierung, dass sie sagen, okay, wir machen einfach Geld bereit und dann wird das schon irgendwie laufen. Aber Geld bringt halt nichts. Geld hilft den Leuten vielleicht, die da ambitioniert hinterstehen hinter dem Projekt. Was machst du, wenn da nur Geld ist? Eine Hobbithöhle wäre übrigens super. Hä? Wo ist denn hier der Ansatz? Ach, Libby. Vielen, vielen Dank, Libby. Vielen Dank für die Spende. Das hat zwar nicht den Zweck gehabt, dass irgendjemand was spenden soll, aber vielen Dank. Das war in Los Angeles übrigens, da haben die zu Testzwecken den Asphalt weiß gestrichen. Dankeschön für den Nachtrag. Das war wahrscheinlich auch das, was ich damals gelesen hatte mit diesem Versuch, die Hitze aus der Stadt rauszukriegen mehr. Alter Schwede.
So schwer habe ich mich ja noch nie getan beim Aufschließen. Es fehlt an Investitionsförderung. Die Gelder der öffentlichen Forschungsförderung betrugen in 2019 gemessen am BIP in DE nur 3,04%. Platz 1 hatte, glaube ich, 4,55%, Südkorea. Was ich übrigens auch ganz interessant fand, ist das mit diesen Erddächern. Dass du, das haben die eine Zeit lang auf Gartenhütten und sowas gemacht, dass du, also eine Erdeanpflanzung machst und dann, sag ich, ja, so gesehen Wiese auf dem Dach hast, beziehungsweise Moos. Und das kühlt darunter. That camera. Dr. Mack, is that you? The Resistance needs your help. Mack! Er schüttelt den Kopf. It would be a shame to lose that camera. Now, why would you do that? Because we don't have time for this. Come out here. Skynet has developed a new Terminator model, the Infiltrator. You've seen one already? We've captured one, and we need your help. Are you there? How do I know you're not an infiltrator? You've seen them. You know how incredibly lifelike they are, so you should understand my concerns. Head up that hill. If you want me to help you, you have to take a test for me. Test? Yes, to determine whether you're a Terminator or not. And be careful, I'm watching you. Ja, der Infiltrator sieht zwar ziemlich echt aus, aber ich finde eigentlich sein Sprachgebrauch ist ziemlich schlecht. Also jedenfalls von denen, die wir getroffen haben. Bla bla, Terminierung eingeleitet. Lass uns doch ein bisschen über Nietzsche reden. Dann fangen Sie mal an. Ach scheiße, ich weiß über Nietzsche gar nichts. Das wäre ein Dialog. Hallo Puke Duke. Danke fürs Folgen, lustiger Mensch 88. Ja, jetzt kann ich die Schrotflinte wieder wegschmeißen. Plasmagewehr. Mit hoher Feuerrate. Zwei links, drei rechts. Können wir den Ladestreifen noch vergrößern. Kannst du an dem Spendenfenster eigentlich was verändern? Ist ganz schön irreführend, dass im ersten Fenster nur PayPal steht und wenn man drauf drückt, steht im nächsten Fenster PayPal und Kreditkarte. Das gucke ich mir später mal an, Libby. Aber danke für den Hinweis erstmal.
kann nicht sein. Scheint wohl immer was im Weg zu sein. Oh, they're actually trying to fight you? Very clever way to make me think that you're not one of them. Unfortunately for you, I'm not that easily fooled. Okay, sehr verlustreich. Ah, die Minigun ist nicht schlecht. Hat nicht alle Silberfische ausgelöst. Mein Gehirn funktioniert noch, auch wenn warm ist. Hallo Pegasus und schönen Gruß auch an deine Freundin wieder. We don't have time for any of this. Just tell me where you are. I am not a robot. Living tissue would make you a cybernetic organism, not a robot. Words have meaning. Conversations between human beings would be a lot easier if we all just trusted each other and understood the deeper meaning of what we said. Keep that in mind during this test. Ich muss sagen, es gab vor ein paar Tagen wohl einen Test fürs Spiel. Ich hoffe, dass die nicht das mit den Schlösserknacken einfach verschwert haben. Also erschwert haben, weil vorher war es ja doch relativ leicht, auch auf höheren Schwierigkeitsgraden, den Punkt genau zu treffen. Oder ich habe einfach immer Glück gehabt. This mansion is filled with Terminators. They've been trying to find me for a while now, all 8 of them. Well, I guess with you in there, that makes it 9. Toll, 8 Terminatoren. Und ich soll die wahrscheinlich alle ausschalten. Fehlt mir eine Stufe. Werden wir Kunst von einer Maschine jemals anerkennen? Wenn man das Los Angeles Modern Art Museum regelmäßig besucht hat, dann sind die Chancen gut, dass man ihre Werke bereits gesehen hat. Die jüngste Ausstellung im MAM mit dem Titel Farben des Abstrakten wurde vollständig von einem Computerprogramm namens Ines geschaffen. Ines malt schon seit Anfang der 1970er Jahre. Gail Wischer, Ines Schöpferin, hatte sich niemals vorgestellt, dass ein einfacher Algorithmus letztendlich autonom werden könnte. Es braucht mich nicht mehr, sagte Wischer. Der Anfang von Skynet. An sich malt Skynet nur ein riesiges Bild auf der Erde. Warum sehe ich die Terminatoren nicht? Ah, da sind sie.
Der kommt jetzt bis hier rein, ja. Scheiße. Ja. In Teil 3 erzählt Connor über Funk, wie man die mit einem Messer ausschalten kann. Na Gott sei Dank ist hier das Safe. Also wenn Skynet gewinnen würde den Krieg, würde es natürlich eine Einhornwelt schaffen. Was sonst? Ah, eigentlich erzählt er, wie man das Interface stören kann kurzzeitig, damit sie eigentlich anvisieren können. Hätte ich mal Sprengfallen 1 gelernt. Dann könnte ich die Sprengfalle nämlich deaktivieren. Mal eben ein bisschen verstecken. Okay, also. Connor sagt im dritten Teil eigentlich nur, wie man deren Zielerfassung stört und nicht, wie man die mit dem Messer tötet. Boah, es heißt nur Lügenbaron-Geschichten beim Imperator. Ich spiele auf schwer, glaube ich. Scheiße. Da ist der Ausweg! Too bad there's no water in that pool. I'd have you jump in and see if you float. Wait, that's a different test. Hier ist ein guter T-47 im Weg. Great, you're here. Get on that.
that stage, quick. Was ich aus Skynet zum Schluss kommt, dass die Menschheit selbst das Problem ist und die Bedrohung für den Planeten darstellt. Und deshalb soll die ausgelöscht werden. My patience is wearing thin. Why am I even here? Here? On the stage, you mean? Because I wanted you to recite a poem. That's right. That's why I got you on this stage. To invoke the fear of public speaking in you. This will allow me to check your emotional response. Very important in these sort of tests. So, if you could go ahead and recite a poem. In the shadows where we live, searching for compassion. Oh, you're actually doing it? I wasn't really expecting that. So, you've been taught to obey orders. I see. Oh, now wait, be quiet. They regularly patrol this area. Don't let them see you. So you know I'm not a Terminator. Of course I do. They are way better shots than you. Then why are you making me do all this? Because I want you to grab something for me before I help you. Turn left when you leave the theater. There you'll find a plane crash site. My spider scout should be stuck somewhere around. Just grab it and bring it back to me in one piece. Vor allem total geil. Sie schießen viel besser als du. Deshalb bist du kein Terminator.